Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf die Überholspur. Die Schule hat wieder begonnen und wir können wieder rechnen. Wir haben eine Frage von einem treuen Fan unserer Seite bekommen. Der möchte nämlich wissen, wie viel muss man denn die Geschwindigkeit bei Regen oder Schnee reduzieren, um den gleichen Bremsweg zu haben? Und wie kommt man denn darauf? Und das schauen wir uns heute an. Du hast im Fahrschultheoriekurs sicherlich schon gehört, es gibt diesen sogenannten Haftreibbeiwert. Das ist der Wert, den der Reifen bei einer Bremsung erzielen kann. Der durchschnittliche Reibbeiwert ist, nehmen wir jetzt einmal an, 1. Das hängt von vielen Faktoren ab. Was haben wir für eine Fahrbahnoberfläche? Also haben wir Beton, haben wir Asphalt oder haben wir eine Schotterpiste? Natürlich hängt es auch von der Witterung ab. Ich habe dir hier eine Liste zusammengestellt, wie sich die Haftreibbeiwerte eben bei unterschiedlicher Witterung ändern. Wir haben bei Regen ungefähr nur mehr die Hälfte von diesem Reibbeiwert, bei Schnee ungefähr nur mehr ein Viertel. Das hängt jetzt natürlich davon ab, was für eine Schneefahrbahn wir haben. Wenn frisch gefallener Schnee ist und der vielleicht noch nicht zusammengepresst ist, ist der Reibbeiwert ein bisschen höher. Wenn so richtig der Schnee zusammengepresst ist und richtig glatt ist, dann ist der Reibbeiwert eben noch geringer. Bei Eisfahrbahn ist es dann nur mehr ein Achtel ungefähr des normalen Reibbeiwerts. Es geht bei dieser Berechnung darum, dass wir den Bremsweg ausrechnen. Der Reaktionsweg, und da gibt es auch Computerfragen dazu, der Reaktionsweg hat keinen Einfluss darauf, ob es Schneefahrbahn, Eis oder Regen oder was auch immer ist. Der Reaktionsweg ist ja nur der Weg, den ich mit meinem Fahrzeug zurücklege, ungebremst. Das heißt, bis ich realisiere, hoppala, da vorne muss ich bremsen, da fährt mein Auto ja ungebremst und das ist völlig wurscht, ob das jetzt Regen, Schnee oder Eisfahrbahn ist. Der Bremsweg ändert sich natürlich schon dramatisch bei Regen, Schnee oder Eis. Und deswegen geht es darum, dass wir den Bremsweg eben der Witterung anpassen. Die Formel für den Bremsweg haben wir uns schon in einem anderen Video angeschaut, das habe ich dir hier oben verlinkt. Die richtige Formel wäre Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit durch 10. Manche sagen auch Geschwindigkeit durch 10 zum Quadrat. So könnte man die Länge des Bremsweges ausrechnen. Also bei 100 km/h hätten wir ungefähr 100 Meter Bremsweg. Da darf ich auch nochmal einschränken, das haben wir gesagt, der Bremsweg, den wir hier ausrechnen, ist der, den der Gesetzgeber uns zugesteht. Also bei 100 km/h muss das Auto nach 100 Metern stehen. Sollte man länger brauchen, dann hat man ein Problem, dann würde man nämlich seine Zulassung verlieren. Aber wir gehen immer von diesem maximalen Bremsweg aus, den der Gesetzgeber uns zugesteht. Eben bei 100 km/h sind es 100 Meter. So, und wir schauen uns jetzt den Bremsweg an, bei zum Beispiel Schneefahrbahn. Das ist nämlich ganz einfach zu berechnen. Wenn wir bei Schneefahrbahn haben wir einen Haftreibbeiwert von 0,25, also ein Viertel. Das heißt, mein Bremsweg wird jetzt viermal so lang, wenn es eine Schneefahrbahn ist. Naja, und jetzt muss man sich einfach ausrechnen. Ich könnte auf einer trockenen Fahrbahn 100 km/h fahren, hätte einen Bremsweg von 100 Metern. Der Bremsweg wird ja jetzt viermal so lang. Das heißt, er dürfte bei trockener Fahrbahn ja nur 25 Meter gewesen sein, weil durch die Schneefahrbahn wird er jetzt viermal so lang und hätte wieder diese 100 Meter. Ja, und jetzt muss man sich einfach ausrechnen, bei welcher Geschwindigkeit haben wir auf trockener Fahrbahn 25 Meter Bremsweg. Und dann müssen wir diese ganze Formel in die andere Richtung rechnen. Man könnte sagen, Wurzel aus 25 mal 10, das wäre die richtige Formel. Oder es einfach ausrechnen, bei welcher Geschwindigkeit haben wir etwa 25 Meter Bremsweg. Naja, und da kommen wir 5 mal 5, wieder in diese Formel eingesetzt, der Bremsweg bei 50 km/h. Das heißt, wenn wir auf trockener Fahrbahn 100 km/h fahren können und es plötzlich Schneefahrbahn gibt, dann müssen wir das Tempo um die Hälfte reduzieren, nämlich auf 50 km/h. Bei Eisfahrbahn wäre der Reibbeiwert nur mehr 0,125, also nur mehr ein Achtel davon. Hier müssten wir schauen, okay, bei 100 km/h hätten wir 100 Meter Bremsweg, bei Eisfahrbahn dürften wir auf trockener Fahrbahn dann ja nur mehr 12,5 Meter Bremsweg haben. Na, bei welcher Geschwindigkeit haben wir etwa 12 Meter Bremsweg? Rechnen wir uns aus. 30 wäre 3 mal 3, 9 Meter, 40, 4 mal 4, 16, das ist ein bisschen zu viel, also zwischen 30 und 40 km/h, um wieder den gleichen Bremsweg zu haben. Rechnen wir es noch einmal bei Regen aus. So war ja die Frage, wie viel muss ich meine Geschwindigkeit reduzieren, wenn es eine regennasse Fahrbahn gibt. Wir haben gesagt,
Der Bremsweg wird jetzt doppelt so lang. Dieser Haftreibbeiwert μ sinkt jetzt auf 0,5, also die Hälfte von einer trockenen Fahrbahn. Naja, jetzt überlegen wir mal. Wenn wir auf trockener Fahrbahn 100 km/h fahren können, hätten 100 Meter Bremsweg. Nachdem der Bremsweg jetzt doppelt so lang wird durch den Regen, hätte er auf trockener Fahrbahn ja nur 50 Meter betragen dürfen. Weil durch die regennasse Fahrbahn wird er jetzt doppelt so lang, eben wieder diese 100 Meter. Und ich möchte ja den gleichen Bremsweg zusammenbringen. Naja, das muss man sich ausrechnen. Bei welcher Geschwindigkeit haben wir etwa 50 Meter Bremsweg auf trockener Fahrbahn? Das wäre die Formel des Bremsweges, Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit durch 10. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 70 km/h nehmen, 7 mal 7, 49 Meter, da sind wir ungefähr in der gleichen Größenordnung. Das heißt, wir müssten die Geschwindigkeit um circa ein Drittel reduzieren, damit wir wieder den gleichen Bremsweg haben. Bei regennasser Fahrbahn. Bei Schneefahrbahn wäre es die Hälfte und bei Eis sogar zwei Drittel oder mehr. Vielleicht ein Tipp noch zum Schluss, und das wird von Autofahrern wesentlich unterschätzt, nämlich es gibt einen Fahrbahnzustand, der irrsinnig gefährlich ist, aber wo niemand damit rechnet, dass es sehr rutschig ist, nämlich dann, wenn es gerade zu regnen beginnt. Du kannst dich auf den heurigen Sommer erinnern, es war sehr lange sehr heiß, wir haben Reifenabrieb auf der Fahrbahn, wir haben Öl auf der Fahrbahn, wir haben Schmutz, Staub auf der Fahrbahn, und wenn es jetzt zu regnen beginnt, also gerade zu tröpfeln beginnt, dann wird das eine ganz schmierige Kombination, eben Reifen, Öl, Staub und eben der Regen. Und das ist dann so rutschig wie eine Eisfahrbahn. Also besonders gefährlich. Wenn es dann 5 Minuten, 10 Minuten geregnet hat, dann ist dieser ganze Dreck weggewaschen und dann haben wir wieder eben, was wir früher ausgerechnet haben, diesen Haftreibbeiwert von μ ist gleich 0,5, also doppelter Bremsweg. Das heißt, wir müssen die Geschwindigkeit um circa ein Drittel reduzieren. Ich hoffe, wir haben dir das so halbwegs vernünftig erklärt. Wenn du Fragen hast, schreib sie uns einfach in die Kommentare unten. Wir würden uns freuen, wenn du uns ein Like da lässt, wenn dir diese Videos gefallen. Vielleicht den Kanal abonnierst, weiter sagst, dass es uns gibt. Das würde uns ein bisschen Reichweite bringen. Da wären wir dir sehr dankbar dafür. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem spannenden Thema, wenn es heißt, wieder auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.